Hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Files 3. Ja, in der letzten Folge haben wir eine ziemliche Verfolgungsjagd hinter uns gebracht. Und jetzt haben wir hier die Werkstatt von Leonardo da Vinci gefunden. Wow, das ist ja ein... Was genau ist das eigentlich? Merkwürdiges Gefährt. Sieht so ein bisschen aus wie ein Karren, ne, würde ich sagen. Kann man aber auch... Doch, da hinten ist eine Öllampe. Die Öllampe und der Hohlspiegel sind fest in dem Kasten verbaut. Die bekomme ich nicht heraus, ohne sie zu zerbrechen. Was haben wir denn hier alles? In meiner Gegenwart sollte man nichts einfach so rumstehen lassen. Und schon gar nicht nützliche Erfindungen. Ne? Finde ich auch, Nina. Einfach mal alles, was wir sehen, einpacken. In dieser Amphore waren Schriftrollen von Archimedes, die den Brand in der Bibliothek von Alexandria überstanden haben. Aus irgendeinem Grund war Max hinter diesen Aufzeichnungen her, bevor er entführt wurde. Vielleicht gibt mir dieser merkwürdige Traum die Gelegenheit, etwas über den Verbleib der Aufzeichnungen und deren Bedeutung herauszufinden. Die leere Amphore ist nutzlos. Einen Hinweis, wo sich die Schriftrolle befindet, hat da Vinci in einem Zylinder versteckt. Den gilt es jetzt zu suchen. Ich weiß, ich weiß. Ich denke nicht, dass die persönliche Korrespondenz zwischen Da Vinci und seinem Lehrer Verrocchio sehr nützlich für mich ist. Vor allem, da ich kaum etwas davon übersetzen kann. Naja, aber so grundsätzlich wäre das ja möglich, dass da irgendwas von Nutzen ist. Werkzeug. Ich nehme das merkwürdige Gerät mal mit. Genau, Werkzeug ist immer gut, Nina. Da ist noch ein Buch. Ist zwar ein bisschen schwer, aber ich stecke sie mal ein. Sie? Ach, das ist eine Chronik. Eine Chronik der Familie de Medici mit Beschreibungen aller Mitglieder. Cosimo der Alte, Piero der Gichtige und andere mit seltsamen Beinamen. Eine Erfindung, mit der man Lasten anheben kann. Okay. Der Meisterbrief von Verrocchio, dem Lehrer von Leonardo da Vinci. Ob er auch so ein Genie wie Leonardo war? Immerhin hat er seinem Schüler ja offensichtlich einiges beigebracht. Da Vinci hat ihm wohl viel zu verdanken. Durch das Stehlen eines Meisterbriefs werden sich meine Fertigkeiten als Mechanikerin ganz sicher nicht verbessern. Oh, warum nicht? Man kann ja noch träumen. Spazierstock, den nehmen wir doch bestimmt mit. Okay. Die Madonna Benoit. Das Bild hängt normalerweise in der Ermitage in St. Petersburg. Dort war ich schon mal mit meinem Vater. Das war natürlich in der Vergangenheit der Gegenwart, nicht in einem Traum von der Vergangenheit. Okay. Ich soll ein berühmtes Gemälde von Leonardo da Vinci stehlen? Zu meiner Zeit wird es zwar sehr wertvoll sein, aber ich bin doch keine Kunstdiebin. Ja, ein bisschen Geld machen kann man ja trotzdem, ne? Das sind wirklich eine ganze Menge Bücher. Max wäre begeistert. Nein, das sind sehr wenig Bücher, weil, wenn ich mir das so angucke, ich bin ganz ehrlich, das füllt noch nicht mal ein Bücherregal von mir. Da kann man ungefähr rechnen, hier in der Wohnung stehen von dieser Größe, komplett voll, also verteilt natürlich auf anderen Ecken, nicht in diesen Geräten hier, 5, 6 vielleicht verpackt, verteilt überall im Zimmer. Ah, ein Farbtopf. Im Zimmer, Quatsch. Hoffentlich ruiniere ich mir nicht meine schöne Lederjacke. Ja, wenn das ausläuft, schon, ne? Eine leere Leinwand. Jedes große Gemälde hat mal so angefangen. Ich lasse die Leinwand lieber auf der Staffelei stehen. Ja, aber du kannst den Farbtopf vielleicht damit benutzen. Ich kann nicht besonders gut malen. Ja und? Ist doch nicht schlimm. Okay, das geht nicht. Okay, die Frage ist, können wir durch die Tür? Ich bin hier noch nicht fertig. Zu seinem Lehrling hat Da Vinci gesagt, dass der Zylinder mit den Hinweisen auf das Versteck der Aufzeichnungen hier in der Werkstatt zu finden ist. Okay. Dann bleibt das Einzige... Stand hier gerade irgendwas mit... Linker Arm der Waage. Dieser Arm der Waage verschwindet in kompletter Dunkelheit. Ich komme nicht ran.
Näher nicht rankommen ist keine Ausrede. Keine Ahnung, wozu diese Konstruktion genau dient, aber sie erinnert stark an eine Waage. Das können wir auch nicht. Anzünder. Das Ding sieht aus wie eine Zange, die einen Zündstein hält. Wenn man die Griffe zusammendrückt, bilden sich kleine Funken. Okay. Können wir denn das Ding hier anheben? Ich weiß nicht, wohin, warum, wieso, weshalb, aber... Damit kann man dieses Vehikel mit Sicherheit anheben oder kippen. Aber was nutzt mir das im Moment? Ja, keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Ich weiß ja im Moment noch gar nicht, was ich machen kann. Jetzt ist der Spazierstock rot. Okay. Ja, dann. Unter der roten Farbe sind die Schnitzereien auf dem Stock kaum noch zu erkennen. Was für Schnitzereien? Bilder wahrscheinlich, ne? Gucken, kann man hier irgendwas kombinieren? Können wir irgendwas anzünden? Ich hoffe mal nicht. Das wäre vielleicht doch ein bisschen drastisch. Okay, ja, das Schwert werde ich wohl nicht benutzen müssen. Oder können wir jetzt eventuell mit dem Stock was an die Wand malen? Jetzt kann ich die merkwürdigen Zeichen viel besser erkennen. Sie stellen eine Art Code-Tabelle dar, in der jeder Buchstabe des Alphabets einem kryptischen Zeichen zugeordnet wird. Ich wollte eigentlich ein Bild malen, aber so geht's auch. Auf der Leinwand sind die Schnitzereien vom Spazierstock zu sehen. Sie stellen jetzt eine Art Code-Tabelle dar, in der jeder Buchstabe einem kryptischen Zeichen zugeordnet wird. Kann man da irgendwie ein Bild von machen oder so? Auch nicht. Kann ich die jetzt mitnehmen? Ich lasse die Leinwand lieber auf der Staffelei stehen. Ja, ich würde auch diese Codes jetzt einfach hier drin lassen. Ach, Öllampe. Ah. Moment. Nein. Bringt das was? Ein Scheinwerfer. Leonardo sei Dank. Der Hohlspiegel im Inneren des Kastens bündelt und verstärkt das fahle Licht der Öllampe. Okay. Ach, jetzt können wir auch den rechten sehen. Eben konnten wir den nicht anvisieren, ne? Das ist der rechte Arm einer Konstruktion, die wie eine Waage aussieht. Obwohl kein Gewicht auf diesem Arm der Waage lastet, bewegt er sich kein Stück nach oben. Vermutlich ist in diesem kleinen Loch eine Arretierung, die die Waage in dieser Position hält. Das heißt jetzt was? Ich komme nicht ran. Dass wir den hochheben müssen, oder was heißt das jetzt? Die Waage bewegt sich durch den Lastenheber kein Stück, solange die Arretierung in dem kleinen Loch nicht gelöst ist. Können wir denn eventuell jetzt das Teil ein bisschen hochheben, damit man oben besser sehen kann? Mal sehen, ob der Lastenheber auch dieses Vehikel anheben kann. Ach, jetzt willst du es machen, oder was? Produkttesterin Nina befindet diesen Lastenheber für sehr gut. Okay. Oh, Meißel. Okay. Verschieden große Meißel. Die benutzt der vielseitige Da Vinci wohl für seine Steinmetzarbeiten. Steinmetz. Darauf können wir es nicht machen. Leinwand, Amphore. Das waren die Bücher. Kann ich auch mit nichts anderem benutzen. Können wir das Handy irgendwie benutzen?
Mit Nina geht nicht. Na gut, andererseits, wen sollte sie auch anrufen in ihren Traum, ne? Es ist vielleicht auch so ein bisschen. Die Chronik, da sagt eine sie wahrscheinlich Chronik nicht der Familie mehr. De Medici mit Beschreibungen aller Mitglieder. Cosimo der Alte, Piero der Gichtige und andere mit seltsamen Beinamen. Okay. Der Kaffee hat mir jetzt auch nicht wirklich weitergeholfen. Also da kommt sie nicht ran. Was ist denn hier mit dem rechten Arm? Da muss sie doch irgendwas sagen. Obwohl kein Gewicht auf diesem Arm der Waage lastet, bewegt er sich kein Stück nach oben. Vermutlich ist in diesem kleinen Loch eine Arretierung, die die Waage in dieser Position hält. Oder können wir das vielleicht raushebeln oder so? Der Schürhaken passt nicht in die Öffnung der Arretierung. In die Öffnung? Der Spazierstock ist nicht stabil genug, um die Arretierung in der Öffnung zu lösen. Meißel? Einer der Meißel scheint in das kleine Loch zu passen. Oh, und danke. Mein handwerkliches Geschick wird den Rest erledigen. Die Arretierung wurde gelöst. Oh no? Ach so, jetzt kann ich hier links. Aus der Kiste ragt ein zylinderförmiger Gegenstand. Mit etwas Glück ist das der Zylinder, in dem Da Vinci das Pergament des Archimedes versteckt hat. Das muss der gesuchte Zylinder sein. Oh no? Wollt ihr mich denn veräppeln? Oh Gott. Leonardo da Vinci können wir nicht machen, ne? Gibt's hier irgendwie. Hoppala. Gibt's hier irgendwie einen Hinweis darauf? Abgesehen mal von den Codes, da wird's wahrscheinlich nicht drin stehen. Auf der Leinwand sind die Schnitzereien vom Spazierstock zu sehen. Sie stellen jetzt eine Art Code-Tabelle dar, in der jeder Buchstabe einem kryptischen Zeichen zugeordnet wird. Wie hieß das Gemälde nochmal? Die Madonna Benoit. Das Bild hängt normalerweise in der Eremitage in St. Petersburg. Das war natürlich... Madonna Benoit. Passt das? Ja, das Ma wäre hier, aber das ist natürlich komplett falsch. Also, wir haben Una, Ver, Er, On. Die Madonna Benoit. Das Bild hängt normalerweise in der... Das war natürlich in der Vergangenheit. Ah, Moment. Eine Chronik der Familie de Medici mit Beschreibungen aller Mitglieder. Cosimo der Alte, Piero der Gichtige und andere mit seltsamen Beinamen. Una, Ver, On. Okay, da ist es nicht drin. Das sind wirklich eine ganze Menge Bücher. Max wäre begeistert. Der Meisterbrief von Verrocchio, dem Lehrer von Leonardo da Vinci. Ob wer? Er auch so ein Genie wie Leonardo war? Immerhin hat er seinem Schüler ja offensichtlich... Verrocchio. Dann bräuchte ich jetzt hier aber ein O. Hä? G-O. Also hier hinten passt das. Oder ist das hier... eigentlich ein O. Nee, das ist ein C. Es passt hier so schön.
Und dann ist hier kein O drin, das ist doch doof. Stand da noch der irgendwas? Meisterbrief von Verrocchio, dem Lehrer von Leonardo da Vinci. Ob er auch so ein Genie wie Leonardo war? Immerhin hat er seinem Schüler ja offensichtlich einiges beigebracht. Da Vinci hat ihm wohl viel zu verdanken. Da Vinci können wir aber auch nicht nehmen. Hätte da auch IO machen können. Aber dann ist halt immer noch das Problem. Oh Mann, das hat so schön gepasst. Kann man hier noch irgendwas anderes drücken? Nee. Irgendwas, was ich... Auf den Scheiben befinden sich Buchstabengruppen. Zusammengesetzt ergeben sie Namen von italienischen Städten. Italienischen Städten? Auf den Scheiben befinden sich Buchstabengruppen. Ein kleiner Messingknopf. Das kann man sich aber auch nur angucken. Ja, aber das ist eindeutig ein C. Vor allen Dingen, das müsste ja sonst auch schon links. Ich meine, theoretischerweise könnte ich es mal so probieren. Nimmt er auch nicht. Möchte das von hinten nach vorne vielleicht? Da Vinci kann ich auch nicht. Da haben wir auch nichts für. Leonardo kann ich auch nicht. Und diese Madonna irgendwas kann ich... Ich meine, das würde alles passen, aber es ist halt nicht in der richtigen Reihenfolge. Ich dachte jetzt vielleicht wäre Yaccio oder so. Aber. Dass man es anders schreibt, ne? Nein! Ach, ich bin so blöd. Falls es denn überhaupt das Wort ist, das weiß ich ja nicht. Moment. Ach, Mist, da hatte ich es doch gerade. Warte mal, zwei R jetzt, ne? Verrocchio. Oh. In diesen Notizen müsste stehen, wo ich die Aufzeichnung des Archimedes finden kann. Da ist jemand an der Tür. Uno momento, ich eile. Signore de Medici, wie kann ich euch zu Diensten sein? Nennt mich doch endlich Lorenzo, mein Freund. Ich bin gekommen, um das Gemälde zu holen. Ist es fertig? Merci, ein Meisterwerk. Ich werde es unverzüglich holen. Hier ist es. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist großartig geworden. Ihr seid ein wahrer Meister. Wohl erkannt. Darf ich euch ein Stück begleiten, Signore de Medici? Lorenzo! Scusi, si capisce, Lorenzo. Prego. Wer würde die Gesellschaft eines so großen Künstlers nicht zu schätzen wissen? Kommt mit in meine Villa in Careggi auf ein Gläschen Wein. So hat der große Meister also seine Brötchen verdient. Das Gemälde Madonna Benoit war eine Auftragsarbeit für einen Lorenzo de Medici. Beim nächsten Wissensquiz kann ich damit echt punkten. So, jetzt aber weiter im Text. Ich habe Da Vincis Aufzeichnungen gefunden. Nun muss ich sie entschlüsseln, um zu erfahren, wo der große Meister die Schriftrolle des Archimedes versteckt hat. Ja. Und wie mache ich das?
Achso, Tagebuchseite. Die Aufzeichnungen von Leonardo da Vinci. Leider kann ich die kryptischen Zeichen nicht entziffern. Scheint eine Art Code oder Geheimschrift zu sein. Okay. So wären die spiegelverkehrten Zeichen auf dem Stock sicher besser lesbar. Aber wenn ich das Tagebuch mit roter Farbe vollschmiere, kann ich danach wohl kaum noch was darin lesen. Nö. Und mit der Chronik dürfen wir es nicht machen. Na gut. Die Aufzeichnungen von Leonardo da Vinci. Leider kann ich die kryptischen Zeichen nicht entziffern. Scheint eine Art Code oder Geheimschrift zu sein. Ja. Kann ich das denn irgendwie mit dem vergleichen? Das ist selbst mit dem Code auf der Leinwand noch schwierig zu entschlüsseln. Aber wenn ich alles richtig gemacht habe, dann lautet der letzte Eintrag: Grieche sicher versteckt im Bild des Prächtigen. Mit Grieche dürfte wohl Archimedes bzw. seine Schriftrolle gemeint sein, die wohl in einem Bild versteckt ist, welches den Prächtigen zeigt oder dem Prächtigen gehört. Aber wer ist dieser Prächtige? Ich habe da so eine ganz blöde Befürchtung. Die Aufzeichnungen von Leonardo da Vinci. Der letzte Eintrag lautet: Grieche sicher versteckt im Bild des... Mit Grieche dürfte... Aber wer ist... Laut Chronik ist der Prächtige der Beiname von Lorenzo de' Medici. Die Aufzeichnungen des Archimedes müssen sich also unter einem Gemälde befinden, das irgendwas mit Lorenzo de' Medici zu tun hat. Verdammt! Das kann sich nur um die Madonna Benoit handeln, die eben abgeholt wurde. Ich muss den beiden folgen und das Bild in meine Finger bekommen. Mein Gott, was für ein sonderbarer Traum. Hatte Max recht? Haben meine Träume eine Bedeutung? Wenn dem so ist, verstehe ich das Ganze noch nicht. Vielleicht muss ich es mal sortieren. Archimedes verfasst vor 2000 Jahren ein Pergament, dessen Inhalt offensichtlich so brisant ist, dass später selbst das Genie Leonardo da Vinci Angst davor hat, es zu veröffentlichen. Also versteckt er das Pergament unter seinem Gemälde Madonna Benoit und verkauft es an einen florentinischen Geschäftsmann. Und das Gemälde überdauert so Jahrhunderte. Meine Damen und Herren, in Kürze beginnen wir mit unserem Landeanflug auf San Francisco. Bitte schalten Sie Ihre elektronischen Geräte ab und schließen Sie die Sicherheitsgurte. Vielen Dank. Das Gemälde ist der Schlüssel. Ich muss diesen Restaurator sprechen, mit dem Max im Palace of Fine Arts verabredet war. Vielleicht kann er mir helfen, das alles zu verstehen und Max wiederzufinden. Was ist denn hier los? Wie erwartet. Sie geht zum Palace of Fine Arts, um Anderson zu sprechen. Behaltet sie im Auge. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.